So, der eine oder andere hat es schon geahnt. Ich freue mich sehr, mit unserem Cheftrainer Kostas Runjajić zusammen auch unsere Neuverpflichtung Sridjan Lakic hier begrüßen zu dürfen. Ein Rückkehrer, aber alles, was es dazu zu sagen gibt, von unserem Vorstandsvorsitzenden. Ja, nicht alles, aber einleitend vielleicht erstmal noch ein anderes Thema, auf das ich gerne eingehen möchte. Das war die Tatsachen und die Gerüchte um Simon Zoller. Es ist so, dass Simon Zoller gesichtet wurde und gescoutet wurde von mehreren Vereinen. Wir haben letztendlich nur von Fulham ein Angebot bekommen, was deutlich unter 3 Millionen lag und was wir abgelehnt haben. Und entgegen anderslautender Berichte gab es kein aufgebessertes Angebot, es gab kein nachgeschobenes Angebot und auch die kolportierten Zahlen von 5 bis 6 Millionen waren total falsch. Und das wollte ich mal an der Stelle klarstellen. Ich möchte aber dann auch mal erwähnen, dass nicht nur Simon, der von Anfang an gesagt hat, ich möchte beim FCK bleiben und möchte hier meinen nächsten Schritt machen, als auch sein Berater, was man in der Branche nicht mehr so oft sieht, total ruhig und total entspannt geblieben sind, sich sehr loyal zum FCK gezeigt haben und auch die Zusammenarbeit dann sehr angenehm gemacht haben, ohne große Störfeuer hineinzubringen. Das wollte ich am Rande erwähnen. Das war ja wichtige Personalie und muss auch sagen, dass uns das Ablehnen dieses Angebotes nicht so schwer gefallen ist, woraus man dann vielleicht, wenn man möchte und so kleine bösartige Gedanken verfolgen möchte, auch einen kleinen Rückschluss auf die tatsächliche finanzielle Situation des FCK ein paar Rückschlüsse ziehen kann. Ja, Trainer und ich, wir waren uns relativ schnell sicher, als wir im Winter analysiert haben, dass große Veränderungen, sicherlich auch ein bisschen eine Lehre aus der Vergangenheit in der Winterpause, Gefahren birgen. Coach hat auch gesagt, es hilft nur, wenn wir nicht nur spielerisch und von der Qualität her, sondern auch vom Charakter her uns eventuell ein bisschen verbessern. Wir brauchen dann eher vielleicht ein bisschen Erfahrung. Wir haben uns dann auch 2 Spieler zusammen im Scouting ausgesucht, die wir leider nicht bekommen haben, in erster Linie aus finanziellen Gründen. Und haben dann klar die Chance bei ED genutzt, um ihn für uns zu gewinnen. Ja, und manchmal ist das Leben ja total verrückt. Durch einen gemeinsamen Bekannten haben Lucky und ich uns auf einer Veranstaltung getroffen und uns gegenseitig dann nochmal unsere Wertschätzung vorgetragen. Und daraus ist dann eigentlich eine Idee geboren worden, die bei meinem Cheftrainer sofort auf offene Ohren gestoßen ist. Und durch die verschiedenen Verhandlungen und manchmal auch glücklichen Fügungen ist es jetzt so, dass Lucky ablösefrei zu uns kommt und auch dann ab heute dem 1. FC Kaiserslautern in Anführungsstrichen gehört. Also wir haben die Transferrechte an Lucky und muss auch sagen, dass letztendlich ED und Sridjan zusammen unser Gehaltsbudget nicht mehr belasten als die Abgänge Drasan, Wooten und Borischuk zugelassen haben. Also es ist keine zusätzliche finanzielle Belastung für den FCK, damit auch da Gerüchten ein bisschen schon mal Vorhalt gegeben wird. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass wir natürlich extrem froh sind, dass das geklappt hat, aber dann würde mich an der Stelle auch ganz gerne jetzt mit dieser nicht zu übersehenden, stolz geschwellten Brust mal hier vom Mikrofon verabschieden und freue mich dann, wenn Costa und Lucky hier das Sprechen übernehmen. Coach Costa, übernehmen Sie. Ich soll übernehmen. Ja. Gut, fangen wir erstmal an jetzt mit den ersten 3 Wochen. Wir haben Phase 1 hier in Lautern sehr gut trainieren können. Die Zeit entsprechend auch genutzt, uns Grundlagen erarbeitet. Dann in der Phase 2, jetzt im Trainingslager in Belek, hatten wir auch eine intensive Zeit. Alle Jungs haben sehr gut mitgezogen, bis auf den Simon Zoller, der auch sein individuelles Programm absolviert hatte. Sind alle verletzungsfrei geblieben und das ist, glaube ich, erstmal sehr, sehr wichtig, die Mannschaft. Und da möchte ich mich auch ausdrücklich heute bedanken, hat sehr gut mitgezogen, aber auch die Mannschaft außerhalb der Mannschaft, das heißt das ganze Funktionsteam,
auch mit Roger Lutz und alles hat perfekt funktioniert, Organisation. Und glauben Sie mir, wir haben eine Zeit gehabt, wo wir wirklich von morgens bis abends oder bis spät in der Nacht unterwegs waren und uns Gedanken gemacht haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes, einige Sachen besprochen und erarbeitet. Also ich denke, dass in Belek es wesentlich angenehmer gewesen ist als momentan im Dschungelcamp. Auch keiner aus der Mannschaft hat irgendwie geschrien, ich bin ein Star, holt mich heraus. Das war auch uns ganz wichtig, dass wir als Kollektiv, als Team auftreten und als Team noch ein Stück weit mehr zusammenwachsen. Ich glaube, das ist bisher uns ganz gut gelungen und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und für mich war es auch enorm wichtig, noch einmal mit der Mannschaft ein paar Details zu erarbeiten und mich nochmal in dieser Phase noch intensiver mit der Mannschaft zu befassen, weil das ja im September nicht so möglich war wie jetzt in den ersten drei Wochen. Ja, Stefan hat es schon angedeutet, zur Kaderplanung war uns auch nicht bange, mit den Jungs, die wir hatten, in die Rückrunde zu gehen. Wir haben aber natürlich uns Gedanken gemacht, was können wir optimieren, wo können wir noch ansetzen, welche Spieler, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind, sollten die Chance bekommen, Spielpraxis zu sammeln. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, indem wir die Spieler, wenn sie transferiert haben und ausgeliehen haben. Und mit Shinedu und Lucky haben wir sicherlich nicht nur an Qualität, sondern auch an Erfahrung und an Persönlichkeiten dazugewonnen, die uns gut tun werden. Das ist so erstmal der Einstieg von meiner Seite. Lucky, herzlich willkommen zu Hause. Du hast es ja schon betont, Lautern ist nicht nur deine fußballerische Heimat. Was hast du dir vorgenommen, was hat dich bewogen, diesen Schritt nach Kaiserslautern zurückzugehen? Danke. Erstmal bin ich froh, dass ich wieder hier sein darf. Natürlich vor ein paar Monaten hätte ich das nie gedacht, dass das klappen konnte. Es sind die Sachen so gelaufen, dass das jetzt auf einmal möglich geworden ist. Und ich freue mich wirklich, hier zu sein und wieder an den alten Zeiten anknüpfen und mit der Mannschaft natürlich Erfolge feiern. Hast du den FCK in den 2,5 Jahren, seit du weggegangen bist, verfolgt, weiterverfolgt? Ja, natürlich. Ich habe hier ein paar Jahre verbracht und habe natürlich die ganze Zeit Mannschaft verfolgt. Und natürlich, seit ich von hier weggegangen bin, hat sich einiges geändert. Der FCK und ich auch waren nicht so glücklich in der Vergangenheit. Aber das wird sich, denke ich mal, ändern. Der Verein hat super Fortschritte gemacht in der letzten Zeit. Und ich denke, das wird dann auch mit mir so weitergehen. Danke, Lucky. Gibt es Fragen von eurer Seite an einen der drei Herren neben mir? Dann bitte ich wieder um Handzeichen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Olli Sperk von der Rheinpfalz. Mikro ist gleich da, Olli. Frage an den Stefan Kunz oder auch an Lucky. Wie lange läuft der Vertrag und wie war dieses Zauberkunststück möglich? Musstest du auf viel Geld verzichten, Lucky? Super, wenn das die erste Frage wird. Ich beantworte es mal aus unserer Seite. Es war klar, in welchen Rahmenbedingungen wir handeln können. Wir wollten aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht aus unserem bisherigen Rahmen raus. Wie ich eben gesagt habe, gehaltsmäßig sind Shinedu und Lucky praktisch genau ersatzweise für die drei Spieler, die wir ausgeliehen haben, reingekommen. Ist also gar keine Belastung mehr. Von daher gesehen kann man sich ein bisschen was ausrechnen. Es gab dann die glückliche Fügung, dass Lucky sowohl in Frankfurt und auch in Wolfsburg auf seine Verträge aufgelöst hat. Da kann Lucky ein bisschen mehr dazu sagen, weil er im Grunde genommen wollte auch nochmal so einen Reset-Knopf drücken, wollte nochmal möglichst frei nochmal anfangen, hat natürlich auch den Wunsch geäußert, wenn alles optimal läuft, möchte auch länger als nur die paar Monate jetzt beim FCK bleiben.
Und das haben wir versucht, dann auch in eine Vertragsform hineinzupacken, so gut es jetzt aus so einer Situation herausgeht. Also normalerweise, also der Grundgedanke des Vertrags ist, dass es ein 1,5-Jahres-Vertrag ist. Lucky, möchtest du ergänzen? Ja, Stefan hat alles mehr oder weniger gesagt. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass ich hier bin, und alles andere werden wir noch sehen. Ich hoffe, dass die Zeit wieder erfolgreich sein wird, und ich bin heiß drauf, hier wieder zu sein. Herr Sperrbär. Danke, du bist hier nicht der Alleinunterhalter. Der FCK hat noch andere Stürmer. Es wird also einen Kampf um die Plätze geben. Ist dir das klar geworden vorher schon? Ich habe noch nicht verstanden.